Es ist angerichtet. Wasserballpokal Final Four im Potsdamer Bad am Brauhausberg. Das erste Halbfinale der Frauen versprach gleich Wasserball der Spitzenklasse. Die Rekordsiegerinnen des SV Blau-Weiß Bochum mussten gegen den ETV Hamburg ins Wasser. Die Bochumerinnen sind nach Brandenburg gereist, um den 10. Titel mit nach Hause zu nehmen. Doch sie mussten erst einmal zusehen, wie die Hamburgerinnen in den weißen Kappen von rechts nach links nach 4 Minuten das erste Ausrufezeichen der Partie setzten. Stefanie Alf mit dem Auge für die freie Ecke 1:0. Es war vorher klar, viele Chancen werden die Hamburgerinnen hier nicht bekommen. Die Bundesliga-Begegnung verloren sie klar mit 5:14. Doch in der Anfangsphase gelang fast alles. Auch dieser Fernschuss von Gesa Tönnensen. Unhaltbar landet der Ball im langen Eck. Die 2:0 Führung. Es dauerte geschlagene 5 Minuten, bis die Favoritinnen sich das erste Mal erfolgreich durchsetzen konnten. Stefanie Motte mit dem Anschlusstreffer 2:1. Trotz des Treffers gab es in der Viertelpause für Coach Thilo Kill viel Redebedarf. Und es wirkte. Direkt nach Wiederanpfiff Sabrine Illinger mit dem 2:2 Ausgleich. Und Lilian Francesca Adamski besorgte direkt im Anschluss die erste Führung 3:2. Mit nur 2 Aktionen rückten die Favoritinnen die Verhältnisse wieder etwas klarer. Doch wer dachte, die Ladies von der Elbe würden jetzt nachlassen, der irrte. Und zwar gewaltig. Anna Barkos mit dem Hammer aus der Entfernung. Was für ein Tor. Vorne lief es wie am Schnürchen und hinten half dann das Glück ein wenig mit. Dass die Hamburgerinnen Tore schießen können, stellten sie im letzten Pokalspiel unter Beweis. Mit 23:2 schossen sie die WSG Oberhausen aus der Halle. Dorina Sipos trug sich 5-mal in die Torschützenliste ein und auch hier in Potsdam ließ sie sich nicht 2-mal bitten. 4:3, da war sie wieder, die Führung. Lynn Freisewinkel stellte im Gegenzug zwar den 4:4 Pausenstand her, zufrieden konnten die Wasserballerinnen aus Nordrhein-Westfalen mit dieser ersten Halbzeit aber keinesfalls sein. Und nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Stefanie Alf brachte den Eimsbüttler Tonverband erneut in Führung, 5:4. Und sie hätten wesentlich höher führen können. Aber der Querbalken meinte es in dieser Phase nicht gut mit dem Team von Henk Ronhaar. Es war zum Haare raufen. Und wenn du sie vorne nicht machst, dann wirst du hinten bestraft. Das war schon immer so. Caroline Lentke 5:5 und Lynn Freisewinkel 5:6 drehten die Partie mit geduldigem Spiel. Die Mädels des ETV sind zum 2. Mal nach 2013 beim Final Four dabei. Damals sprang der 3. Rang heraus. Um in diesem Jahr mehr zu erreichen, hätte es aber nochmal einer deutlichen Steigerung im Bereich Chancenverwertung bedurft. Jetzt war die Luft raus. Bochum dominierte nun nach Belieben und ließ den Ball laufen. Caroline Lentke mit der Vorentscheidung zu Beginn des letzten Viertels 5:9. Zwar wurden die Hamburgerinnen vor dem Kasten wieder effektiver, den 4-Tore-Vorsprung ließen sich die Favoritinnen aber nicht mehr nehmen. Stefanie Motte traf zum 7:11. Die Partie war gelaufen. Schlusspunkt auf Seiten der Hamburgerinnen, sinnbildlich für ihre 2. Halbzeit. Mira Menzel im Hintergrund völlig frei, vertan. Nach anfänglichen Problemen setzten sich die Favoritinnen am Ende also deutlich mit 7:14 durch. Ja, wir sind da schon von ausgegangen, dass die ersten beiden Viertel sehr schwer werden und dass wir auch in den ersten beiden Vierteln nicht unbedingt einen Konter durchkriegen, weil der Gegner dann schon noch mal mitschwimmt. Ja, und wir haben schon versucht, halt das Tempo hochzuhalten und irgendwann wussten wir, dass wir dann die Konter durchkriegen, die Konterauflösung besser werden, weil der Gegner nicht mehr so konzentriert ist und auch durch die Herausstellung halt die Mannschaft ein bisschen schwächer wurde. Wenn Thilo Kill seine Mädels im Finale ähnlich gut einstellt, ist Historisches möglich. Die Rekordpokalsiegerinnen aus Bochum könnten den Pott zum 10. Mal mit nach Hause nehmen. Für die Hamburgerinnen geht es wie 2013 schon wieder nur um Bronze.